Und warum übernimmst du dann nicht Crow? Was ist mit mir? Wozu soll ich? Was ist mit mir? Wozu soll ich Voodoo lernen? Wir brauchen auch etwas von Bakir selbst. Etwas von seinem Körper. Hier liegt doch bestimmt noch irgendwas rum. Ono Pirat, du musst zu ihm gehen und ein Haar von ihm bringen. Wenn ich da hingehe, wird das ein blutiges Gemetzel. Deshalb werde ich dich lehren, einen der ihren zu übernehmen. Als einer von ihnen kannst du dort sein, ohne Blut zu vergießen. Oh, das hört sich ja sehr interessant an. Das Haar des Häuptlings, neue Quest. Bring mir Voodoo bei. Das erste Geheimnis des Voodoo ist die Erschaffung. Jeder Zauber beruht auf den richtigen Zutaten. Tränke, Zepter, Puppen. Jeder Zauber erfordert sein eigenes Hazaka. Werkzeug? Chi. Werkzeug. Um einen Geist zu kontrollieren, brauchst du die richtige Puppe. Sie ist ein Zeichen für den Körper. Ich zeige dir, wie du eine solche Puppe erschaffst. Wie funktioniert Kontrolle? Du musst dein Ziel sehen, die Puppe heben und den Zauber wirken. Dein Geist wird deinen Körper verlassen und dein Ziel übernehmen. Wenn du den Geist beherrschst, kannst du durch seine Stimme sprechen. Auch kannst du die Schritte des Körpers lenken, aber ihn niemals zwingen, eine Waffe zu erheben. Okay. Wen soll ich übernehmen? Jim. Er bringt die Lieferung zu Crow. Es wird niemanden verwundern, wenn er zum Tempel kommt. Teil der Lieferung ist ein Idol. Mit diesem Idol wirst du zu Bakir kommen. Sorge dafür, dass die Lieferung vollständig ist, bevor du Jim übernimmst. Wie erschaffe ich eine Voodoo-Puppe? Ich werde dich lehren, sobald du das Haar von Jim hast und die Lieferung fertig ist. Ah. Okay. Kann ich hier reingucken? Hallo. Jemand zu Hause? Aha, Jadestein. Nehmen wir mal mit. Sorry. Hat ja keiner gesehen, ne? Und mehr gibt's hier nicht. Das Idol nehme ich einfach mal mit. Bist du noch sauer? Die Ahnen sind mit dir. Du bist würdig. Ja. Gut, immerhin hat er ausgeschnappt, der gute Herr. Ja, kann ja mal hier ein bisschen rumschauen. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Kann man ja aber schon mal gucken. Nur Sarkophage. Aha. Kann man ja mal mitnehmen. Uiuiui. Schätze über Schätze. Ist eigentlich schon gemein, ne? Die auszurauben. Tut mir auch wirklich leid. Wow. Trank der Ehrfurcht. Einschüchterung plus 7. Trank des Diebes. Diebeskunst plus 7. Das könnte mir eventuell helfen, ne? Um an den Schlüssel zu kommen. Muss ich mir merken. Gut, dass es sowas gibt, so eine kleinen Tricks. Wenn man das Talent noch nicht so gelernt hat. Also die Fähigkeit. Guck mal auf der Seite, was es hier noch so gibt. Okay, dann müsste ich mich wahrscheinlich auch verwandeln. Ah ja, mit Voodoo können wir wahrscheinlich so eine Ratte sein. Können wir in den Körper einer Ratte wahrscheinlich. Und dann können wir denn da dann durch. Verstehe. Denke mal, das wird wohl so sein. Ist der Ersatz dafür, dass man sich in den Nautilus verwandelt. Ja, finde ich schon so besser gelöst, ehrlich gesagt, als im Vorgänger. Nun gut, wie viel Zeit habe ich überhaupt noch? Ja, eine gute Viertelstunde eigentlich. Aber mal schauen. Vielleicht machen wir das andere in der nächsten Aufnahme.
Ja, würde ich mal sagen, jetzt haben wir das hier so alles soweit erfüllt. Oder warte mal, nee, das mache ich noch. Ich würde mal sagen, zwei Sachen mache ich doch noch in dieser Aufnahme. Einmal diesen Schatz von Jim finden und dann nochmal den Schlüssel klauen. Oder mache ich das als erstes? Genau, wir machen das als erstes. Da können wir nämlich direkt uns hinbeamen. Beamen wir uns mal nach Puerto Isabella und versuchen jetzt mal den Schlüssel zu bekommen. Okay, wir sind also hier unten. Dann müssen wir nämlich diesen Trank vorher wohl trinken. Er ist abgelenkt. Ah, das gar nicht mitgekriegt. Geil. Cool, kann ich jetzt auch das Schloss hier knacken, oder? Ah. Naja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da ja so reinkomme. Aber gut, da steht er jetzt davor, ne? Und. Aber hier. Schade, es reicht hier nicht. Oh, toll, was. Na, schade. Ich hätte gedacht, hier wäre noch mehr. So, dreht er sich eigentlich um? Oh ja, shit. Oh, Entschuldigung. Geh bitte! Ja, ja. Hau schon ab! Ja, ja. Hier war, glaube ich, noch eine Truhe hier um die Ecke. Nee. Aber unten war noch eine Truhe, die ich nicht aufmachen konnte. Das kann ich ja eigentlich auch noch mal schnell machen. Hier, ne? Ja, upsala. Ja, warte mal. Naja. Wo war denn noch eine Truhe? War hier noch eine Truhe irgendwo? Da am Strand eigentlich, ne? Hier auch, glaube ich. Also langsam habe ich es raus. Hier. So, nochmal speichern. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal an den Strand erstmal. Dann klappe ich das halt nochmal ab. Weil da sind ja schließlich auch noch Truhen, die ich noch nicht aufgemacht habe. Kann ich ja mal ein bisschen rennen, ne? Vielleicht gibt es ja jetzt wieder Frachtgut. Ich hoffe ja, dass es so ist, dass hier nochmal irgendwo eine Kiste Frachtgut liegt. Aber ich glaube eher nicht, ne? Da hinten, ne, war eine Kiste, ne? Oh, die kann ich nur nicht aufmachen, schade. Es gab, glaube ich, hier noch eine Kiste, die ich noch nicht aufgemacht habe. Wenn ich jetzt mal hier lang gehe, gibt es hier vielleicht noch Frachtgut irgendwo? Ah! Alter! Ich will doch nur Frachtgut finden. Lasst mich in Ruhe. Okay, hier geht's in eine Höhle rein. Lasst mich mal in Ruhe.
Oh. Jetzt nicht. Oh, okay, ich gehe. Komm später wieder. Wollte nur mal schnell was gucken. Hätte ja sein können, dass hier irgendwie eine Kiste Frachtgut irgendwie angespült wurde. Okay. Schade. Na gut. Das mal abzukürzen, beam ich mich mal wieder hin. Und dann war, glaube ich, aber auf der anderen Seite noch. Hier müsste irgendwo noch eine Kiste sein am Strand, die ich nur nicht aufmachen konnte. Da, oder? Na. Kann ich immer noch nicht aufmachen. Schade. Also es gibt noch schwierigere Kisten zum Öffnen. Kann ich hier oben lang? Geht es hier irgendwie weiter? Nee, ne? Aber das ist schon schade, dass es so gemacht wurde, dass da eine Frachtkiste hier nicht gibt. Also... Wenn hätte ich ja gedacht, dass alle Frachtkisten für diese Mission ja auch hier in der Nähe wären. Aber offenbar gibt es da noch eine, die ist wohl um einiges weiter weg. Schade eigentlich, ne? Aber wir können ja jetzt den Schlüssel finden, ne? Klauen meine ich. Das machen wir ja auch mal. Ne. Okay. Ja. So. Wo ist denn jetzt er denn schon wieder? In seinem Büro. Am Futtern. Okay. So, dann werde ich mal diesen Trank des Diebes... Warte mal, ich speichere mal lieber vorher. Man weiß ja nie, falls das schief gehen sollte. Trank des Diebes. Das sollte es sein. So, jetzt haben wir... Trank des Diebes. Meine Männer haben mir auch berichtet, dass du viel Zeit mit den Molukken verbringst. Ja. Sehr viel Zeit. Aufgrund dieser Umstände kann ich dir nicht länger vertrauen. Ich habe nichts dagegen, dass du dich in der Stadt aufhältst. Dein Gold kannst du hier lassen. Aber was Crow angeht, in dieser Angelegenheit kannst du nicht auf unsere Hilfe zählen. Naja, macht ja nichts. Hauptsache, ich krieg deinen Schlüssel. Ist ja eine nette Festung hier. Oh ja, ah, wir haben lange daran gearbeitet. So, dann würde ich mal sagen, schlafen wir nochmal bis Mitternacht, wenn die anderen schlafen. Und dann befreien wir mal Hawkins. Schade, Sebastiano vertraut mir jetzt nicht mehr, aber dabei müsst ihr doch wissen, dass ich da doch schlecht wieder der Inquisition beitreten kann, weil dann würde ja meine verdeckte geheime Mission wieder aufgedeckt werden, offenbart werden. Verstehst du schon, oder? Na toll, es gibt auch noch so ein Unwetter. Ich habe halt böse Sachen gemacht, aber ich musste ja auch, ne? Na.
So, Hände, heute ist da, heute ich dein Glückstag? Heute ist, sollte das wohl heißen, dein Glückstag? Heute ist dein Glückstag. Ich schließe deine Zelle auf. Jetzt? Soll ich lieber später nochmal wiederkommen? Nein, ich bin bereit. Sobald die Tür aufgeht, schwinge ich mich über die Mauer aufs obere Plateau. Dann geht's runter ins Tal vor dem Nordtor. Da habe ich eine kleine Höhle gesehen, als sie mich in die Stadt geschleift haben. Da werde ich mich verstecken. Damit rechnen sie nie. Los geht's. Naja, das könnte Jaguar-Höhle sein. Kann er froh sein, dass ich den Jaguar schon getötet habe? Da läuft er schon weg. Den Rotwein lässt er hier? Naja. So, er ist weg. Er ist wahrscheinlich jetzt hier hochgerannt, oder? Er wollte bestimmt hier hochrennen. Dann hier über die Mauer. Und dann war er weg, glaube ich. Und ich bekomme nicht mal ein Dankeschön, ne? Aber er ist jetzt wohl bei der Höhle jetzt. Da könnte man ihn wieder finden. Ah, können wir hier noch die Truhe aufmachen, wenn wir schon mal hier sind. Hä? Ah, okay. Ah, Grog-Proviant und Gold. Naja, nicht viel, aber ein bisschen. So, gab es jetzt hier eigentlich auch eine Truhe? Können wir mal dann die Nacht nutzen. Ja, genau. Da ist noch eine Truhe. Die Dame schläft. Es ist unsere Chance, diese Truhe aufzumachen. Ach, leider reicht das nicht. Bitte tu mir nichts. Na, wenn nur Gutes. Ah. Weiß ich gar nicht. Kann ich jetzt hier diese Truhe wenigstens öffnen von den Sebastiano? Natürlich nicht. Den Schrank. Schade. Irgendwann später vielleicht mal. So, okay. Hier waren wir, glaube ich, jetzt durch. Ich meine, hier gab es jetzt nichts weiter, was ich hätte aufmachen können. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal wieder zum Shaganumi-Dorf. Speicher lieber vor, dass ich halber nochmal... Hier klappt es ja wenigstens mit den... Beamen, was beim ersten Teil ja fehlerhaft war. Aber es lag wahrscheinlich auch an der Mod. Aber hier habe ich ja auch eine Mod drauf und... Aber das scheint hier trotzdem zu funktionieren. Ich würde ja auch gerne dahin. Aber das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt sind wir hier bei den Shaganubis. Und ich würde sagen, ja, nach dem Schatz von diesem Gym machen wir echt in der nächsten Aufnahme. Jetzt haben wir diesen Hawkins befreit und dann vielleicht finden wir den nochmal in der Höhle. Dann kann er uns vielleicht nochmal irgendwie dankbar sein, eventuell, indem er uns vielleicht auch was gibt. Und so, ja, da haben wir noch einiges zu tun in der nächsten Aufnahme. Ja, und da, glaube ich, die Hikoko oder so ähnlich heißt sie. Hier müssen wir auch noch helfen mit der Jade und so, ne? Und, naja. Also dann, wenn ihr das alles sehen wollt, dann seid doch wieder beim nächsten Mal mit dabei. Und dann, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen und ein Abo. Bis zum nächsten Mal, euer InselGamer. Tschüss, Sikowski.